hat man mir hier einen langen Zettel aufgeschrieben, dankenswerterweise, damit ich auch noch viel mehr davon weiß und Ihnen sagen könnte. Aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt angesichts des kleinen Kreises auch anders. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Herr Ilm und ich wollen das mal Ihnen präsentieren. Ich habe jedenfalls dieses Kunstwerk ausgesucht aus vielerlei verschiedenen Gründen. Und wir werden mal gucken, wie wir den Ball jetzt hin und her schmeißen an dieser Stelle. Und vielleicht beziehen wir Sie einfach auch alle mit ein, ne? Alle mit ein, weil ich ja sehe, das sind alles Menschen, die ich im Kulturleben Mals ganz häufig treffe. Ne? Herzlichen Dank insofern auch für Ihr Kommen, für Ihr Interesse. Aber Menschen, die alle sehr interessiert sind, und vielleicht kriegen wir das ja auch quasi in einem großen Dialog miteinander hin, ne? Und können vielleicht mal schauen, ob wir mit der Wahl auch wirklich richtig waren. Das, wenn ich da ganz kurz schon direkt einhaken darf, das finde ich ganz großartig, wenn wir das so ein bisschen dialogisch machen. Spotlight, hier ist es heute die Sonne, also idealer hätte es gar nicht sein können. Es sollte ein Kunstwerk herausgegriffen werden heute. Und das Entscheidende sollte nicht sein, dass man es jetzt kunsthistorisch ganz genau vorstellt, sondern dass es ein bisschen ein persönlicher Zugang ist, dass man so nachvollziehen kann, warum Sie, Herr Arndt, jetzt hier bei Chimpski Dendenhof die Naturmaschine ausgewählt haben. Ja, ich will das gerne sagen, ne? Und vielleicht